komm mit. Was willst du denn oben? Komm mit oben. Komm mit, ich war doch gerade oben. Ich habe schon alles. Leonie ist ein Skelett. Oh, Leonie. Und Elias ist ein Teddy. Ja. Ja, mach Licht an. Soll ich dir Licht anmachen? Ja. Oh, warte, ich will noch ein Bild machen. Guten Morgen, ihr Lieben, am Mittwoch. Wir fahren jetzt gleich in den Kindergarten und ich beantworte die Frage auch hier. Ich werde schon oft gefragt, ob ich es immer vergessen zu sagen, wann wir denn so in den Kindergarten fahren, weil wir immer so entspannt machen. Also es ist wirklich entspannt, wir dürfen Leonie bis um 9 gebracht haben, also die Kinder sollten bis um 9 gebracht werden. Nach 9 ist dann ein bisschen blöd, weil sie dann alles zuschließen und deswegen ist es entspannt morgens, Gott sei Dank. Und Leonie knetet sogar noch am frühen Morgen und frühstückt in Ruhe und spielt noch und ja, also ist richtig gechillt. Da hat sie ganz viele Plätzchen schon. Wow, du bist aber produktiv am Morgen, gell? Toll. So schöne Plätzchen am frühen Morgen. Und Elias sitzt in seinem Knast, weil die Mama sich kurz angezogen hat. So, jetzt, ich brauche nur noch... Elias hat heute sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich weiß nicht. Die letzten Tage waren echt schlimm. Also irgendwie schläft er nicht. Er turnt im Bett. Er hat so geturnt heute. Die Brotdose einpacken, dass er komplett nass war. Die Windel ist verrutscht und aber komplett nass. Muss ich ihn komplett umziehen heute nass. Um 2 Uhr war das. Und bis er eingeschlafen ist, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war. Naja, wir hoffen mal, dass es besser ist. Elias ist das erste Kind, was so schlecht schläft bei uns. So, das kommt in die Wäsche. Wir ziehen sich noch das Jäckchen hier an, weil das Kleid ist so dünn. So, okay, auf geht's. Super machst du das. Toll. Ganz toll. Prima. Geht auch sehr einfach, gell, mit den Schuhen. Die richtigen ausgesucht. Jetzt komm. So, ich bin wieder zu Hause und jetzt werde ich erstmal das Chaos hier ein bisschen beseitigen und dann auch in der Küche. Oh Mann, viel zu tun! Wow, voll schön draußen heute. So, oh nee, das war gar nicht an, das sieht so aus, als wäre der Licht an, weil die Sonne so schön reinscheint. So, ich habe jetzt überall hier Playmobil gefunden. Wir haben jetzt irgendwie Playmobil gestern Abend verteilt im ganzen Haus. Beginn des Ladevorgangs. Badezimmer ist jetzt auch ready. Und, nein, nicht losfahren. Nein, 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 nicht losfahren. Aufladen abgebrochen. Warum fährt er jetzt raus? So. Beginn des Ladevorgangs. Jetzt. Ich wollte noch mal zum Thema Auswandern was sagen, denn ich will das jetzt so machen. Eine Socke, was ist denn hier los? Ich wollte es jetzt einfach so machen mit dem Thema Auswandern. Also wir sind dran. Ich hoffe, es ergibt sich auch dieses Jahr noch was. Und ich werde aber erst was erzählen, wenn wir hundertprozentig was wissen, weil ja, es sind wieder sehr nette Menschen auch hier unterwegs und schauen sich meine Videos an und kommentieren dann bösartig und ich will ja nur Klicks und ja, egal. Es ist wieder, sind wieder auf jeden Fall sehr viele nette Menschen unterwegs hier auf YouTube und man muss aufpassen, was man so erzählt, was man nicht erzählt und ja, ist traurig, aber wahr. Und deswegen werde ich jetzt erst was erzählen, wenn ich was Neues weiß zu dem Thema Auswandern. Genau, es ist noch alles aktuell. Wir sind dran. Ein kleines Beispiel, seitdem ich gesagt habe, oder seitdem ich erwähnt habe im Video, dass ich noch ein paar Abonnenten brauche, um die 10.300 hier auf YouTube zu knacken. Genau nach dem Video sind viele Abonnenten gegangen. Also man gönnt sich halt nichts.
Es ist, ich weiß nicht, die Welt wird irgendwie immer komischer. Heute gibt's Hackfleisch, Curry. Und den Brokkoli werde ich klein schneiden und einfrieren für den Auflauf morgen. Jetzt habe ich natürlich so viel Wäsche wieder. Der ganze Korb von den zwei Kleinen ist voll. Ich hänge hier immer die Handtücher auf zum Trocknen, damit ich nicht alles in den Trockner erinnere. Die sind jetzt wieder trocken, dann können die wieder darüber auf dem Stapel. Deine Lieblingsposition kannst du schlafen, ist so lustig. Popo oben, Kopf nach unten. Sieht lustig aus, aber man hat halt Angst, dass er keine Luft bekommt. Die Kleinen sind echt lustig. So, ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee und dann werde ich hier das Gemüse schneiden, schnippeln. Und hier einfrieren, also den Brokkoli. Den Gefrierbeutel vom DM. Achso, genau. Ich muss unbedingt noch die Tüte von den Pampers abscannen. Ich hoffe, ihr habt das auch schon gewusst. Wenn nicht, wenn ihr Pampers kauft, also Original Pampers, in der Tüte innen ist ein Code. Den könnt ihr mit der Pampers App abscannen. Dann kriegt ihr immer Punkte und Rabatte. Genau. Das muss ich noch machen. Das habe ich mir gestern hingelegt, die Tüte, die leere, zum Wegschmeißen. Habe es aber nicht abgescannt. Das mache ich mal ganz schnell. So, also jetzt in die Wäsche, deswegen nutze ich das jetzt noch und mache hier die Scheibe. Schaut mal die Scheibe. Oh mein Gott. Wahnsinn. Das ist von beiden Seiten. Vom Action hier. Jetzt wird echt alles sauber damit. Den Kühlschrank auch noch von außen. So, für ein paar Stunden glänzt es wieder. Bereit zum Essen? Es ist ein Rabauke. Super! Toll! Das ist schon so ein großer Junge geworden. Wahnsinn. So schnell. Hoppala! Was hast du da? Hm? Sticker-Album? Ja. Immer gleich zur Mama, gell? Immer gleich zur Mami. Klettern und beißen. Steht schon alleine. Oh Gott. Ich habe Angst, dass er umkippt. Aber er steht schon ein paar Sekunden alleine, ohne festzuhalten. Da. Dauert nicht mehr lange. Dann haust du ab, gell? Dann machst du noch mehr Rambazamba hier. Ich habe die Mama da. Hm? Genau, wir brauchen Obst. Das sind Birnen. Eine Bienen. Eine das ist eine Aubergine, genau. Hier, um die Ecke müssen wir. Lukas ist auch dabei. Lukas, schieb mal hier um die Ecke. Hier sind Äpfel. Aber Mami. Ja. Und den Äpfel. Hier, guck mal. Ganz viele. Wir wären Brustgruppen. Die sind richtig lecker. Was kosten die hier überhaupt? 3,29. Schaut mal, hier gibt es für 3,49. Oh, ich bin voll außer Puste. Leonie muss natürlich wieder auf Toilette. Muss nur rausrennen. Für 4,99. Was ist das? Totenkopf und Halloween-Kürbis. Da. Wollen wir die hier mitnehmen für sie? Ist ja cool. Wir haben noch Chips. Halloween-Chips. Und die da. Die haben wir auch. Zu Hause. Die sind schon cool. Die habe ich auch für euch gekauft, Lukas. Die haben wir zu Hause. Oh, das sind die von Bombole. Euro rein. Ach, 4,99, ja. Oh, diese Bonbons von im Laden. Ja. Die Kürbis schmeckt so geil nach Zitrone und den Cola. Gibt's denn hier alles Mögliche? Für Halloween. Bällchenkuss. Bällchenkuss, schlecht. Müsli gleich auf.
Was ist das? Oh Mann. Kürbis sind es auch gut, es sind verschiedene Sachen drin. Danke. Süß. Snackgürkchen für 1,49. Das haben wir ja letztes Jahr bei Obi gekauft. Gibt es für 12,99. Das sind so toll. Hör auf, sie zu ärgern. Du bist böse. 7,99. Die sehen auch toll aus hier. Im Eingangsbereich. Auch süß, gell? Guck mal, ist der größer als Ellus? Genau. Ja. Genau gleich. Guck mal, der. Ja, süß. Oh, guck mal, hier die. Die sind noch süßer. Was kosten die? 13,99, so XXL-Wichtel. Schau mal. Die sind ja cool. Ganz aber. So kuschelige. Ja, die sind ja schön. Das sind Halloween. Halloween-Socken. Kosten die jungen Socken? 2,99. Süß. Leonie? Schöne Farben. Leonie? Nix. Lelusch? Nix. Die sind ja toll hier. Spinnenkürbisse für Halloween. Kosten die denn? Das ist verschiedene. Aufessen habe. Die Selina hat hier das Essen fertig gemacht, beziehungsweise komplett gekocht. Nudeln und Hackfleisch und Lauch. Lecker. Wir Quatschköpfe. Dann packen wir alles aus. Deine Kohle? Ja, was habe ich bezahlt? 20 Euro, ne, für die ganze Küche. 19,13 Euro. Ja, ja gut, ich hatte ja noch Pfand. Waren alle im Angebot für 1,19 die Chips. Die durften sich die zwei Paketen mitnehmen. Burger, Brot, Schoki und hier habe ich noch sowas gefunden. Das sind so Kuchen mit Milchcreme. Kann man auch gut für die Brotdose nehmen, für die zwei großen Kinder. So, okay, wir essen jetzt erstmal. Hilfst du der Selina mit? Oh, wie süß, guck mal. So, eine Wäsche. Aus der Stange. Was? Soll die auch eine Wäsche machen? Alles du. Leonie, was machst du da oben? Der Schirm geht doch kaputt, wenn du so haust. Komm, wir gehen schnell weg. Los. Ah, ah. Elias. Da. Du siehst ja cool aus. Mami, oh. Ja, hier ist kein Licht, gell? Nur bei Lukas nicht. Wasser, ja. Ich sag mal, drei Jahre bist du. Ja. Die drei ist das. So, ich habe eine Mission bei Selina im Zimmer. Irgendein Käfer vom Bett. Und Selina stirbt gleich. Wenn der jetzt weggelaufen ist, ach da. Oh mein Gott. Ich hab's. Jetzt weiß ich, was ich noch erzählen wollte. Es war gestern Abend echt lustig. Denn gestern Abend wurde es hier vor ungefähr vor unserer Haustür sehr laut draußen. Und ich dachte mir, was ist denn da los? Bin ich raus, da hat jemand halt rumgeschrien. Leonie. Hat jemand rumgeschrien. Dachte ich mir, was ist denn da los? Dann bin zur Haustür und hab geguckt, was da los ist. Da höre ich nur Kurwa, Kurwa, Kurwa. Dachte ich mir, okay. Meine Landsleute machen eine Party. Ich wollte schon dazukommen. Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Lödel Paul. Hast du es gehört gestern Abend? Lödel Paul. Lödel Paul, ja. Lukas wünscht sich ein Parfüm zu Weihnachten. Dann habe ich gefragt, wie das heißt, und er sagt Lödel Paul oder sowas ähnliches. Da bist du. Komm runter. So, jetzt ist die ganze Familie da und es ist gerade mal ruhig. Sag mal dein neues Band. Schaut mal, was der Roy geschenkt bekommen hat. Von unserer Bekannten, so ein Halloween-Band für Apple. Spooky. Für Apple-Ohren, voll cool. Mhm. Falls ihr da auch Interesse habt an sowas, ich verlinke euch mal den Shop. Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Shop hat für sowas, ja. Gibt's verschiedene Farben und verschiedene Stoffe, ne? Jawohl. Genau. Also preisgünstiger wie original für so Apple-Bänder. Hast du ihm jetzt eine Mandarine gegeben? Ja, ein bisschen. So, wir verabschieden uns für heute. Ich danke euch vielmals. Er hat BVB entdeckt, guck. Er hat hier gesagt. Wir verlieren heute Abend, Schatzi. Ach so, heute ist das Spiel. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen, lieben, bis morgen. Nein, Hände weg.